Einen schönen guten Abend, liebe Gäste im Filmmuseum, zum einzigen Stummfilm in meiner Auswahl, zum Film Der letzte Mann von Friedrich Wilhelm Murnau aus dem Jahr 1924. Ich kann mich noch sehr genau erinnern, als ich diesen Film zum ersten Mal gesehen habe. Das war während meines Studiums an der Filmhochschule in Potsdam-Babelsberg. Wir hatten dort eine ziemlich gute filmgeschichtliche Ausbildung, haben vieles zu sehen bekommen. Das, was uns vielleicht so ein bisschen fehlte, waren die aktuellen Filme aus den westlichen Ländern. Ne? Und die kam man nicht so ran. Und wir haben dann immer gerne so ein bisschen sehnsüchtig über die direkt hinter der Filmhochschule befindliche Mauer geschielt und konnten leider nicht hinfahren zur Berlinale, zu diesen großen filmischen Ereignissen, die da lockten. Das haben wir dann nach dem Mauerfall nachgeholt. Ja. Aber die filmgeschichtliche Ausbildung war eine tolle. Stummfilme haben wir alle wichtigen gesehen, denke ich. Und für mich war Friedrich Wilhelm Murnau sofort einer der wirklich interessantesten Regisseure. Und ich halte ihn auch für einen der besten deutschen Regisseure überhaupt. Er ist ja leider viel zu früh gestorben. Er ist nur 43 geworden, bei einem Autounfall in Kalifornien ums Leben gekommen. Und Der letzte Mann ist für mich persönlich sein schönster Film. Viele kennen sicherlich auch Nosferatu, eine Symphonie des Grauens mit Max Schreck in diesen beeindruckenden expressionistischen Settings. Ja. Der letzte Mann fasst eine Sozialstudie. Ja. Also Emil Jannings als Hotelportier, der zum Toilettenmann degradiert wird und darüber seine Uniform und auch seinen sozialen Status verliert. Wunderbar gespielt, finde ich. Es gibt sehr, sehr lange und spannende Nahaufnahmen von Emil Jannings in diesem Film, die einem das Herz brechen lassen, finde ich. Und filmisch natürlich auch ein ganz besonders interessantes Werk, weil das einer der wenigen Stummfilme ist, die komplett auf Zwischentitel verzichten. Ja, also das war ja bis zu dieser Zeit üblich, dass immer wieder Dialoge eingefügt wurden in die filmischen Sequenzen als Schrift, Erklärungen, Handlungsbeschreibungen. Ja. Das findet hier alles nicht statt. Der Murnau schafft das alles Kraft seiner filmischen Erzählung. Und darüber hinaus hat der Film ganz besondere Kamera Effekte zu bieten, die für diese Zeit sehr ungewöhnlich waren. Er beginnt zum Beispiel gleich mit einer relativ aufwendigen Kamerafahrt durch einen Fahrstuhl, durch ein ganzes Hotelfoyer bis hin zu der Drehtür, hinter der dann Jannings arbeitet. Es gibt Überblendungen in einer Traumsequenz, es gibt subjektive Einstellungen aus der Sicht des Protagonisten. Also das alles aber nicht um des Effektes willen, sondern um sich einzufühlen in diesen Charakter, in diese Hauptfigur. Und das, finde ich, gelingt dem Film ganz wunderbar. Und ich hoffe, dass er Ihnen so viel Spaß macht wie mir auch. Ganz viel Spaß und interessante anderthalb Stunden jetzt mit Der letzte Mann von Friedrich Wilhelm Murnau.